Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ja, heute ist die letzte Map von, ja, da wurde gerade der gekickt, der sich die Map wieder anschauen wollte, weil er die schon von früher kannte. Hat letztens gerade geschrieben und ich habe gehört, auf der Map ist, also die Map heißt Day After Tomorrow, eigentlich heißt sie Day After, aber ich nenne sie einfach Day After Tomorrow und sie erinnert. Ich habe auf der Map noch nicht gespielt, aber sieht wirklich so aus wie Hot. Also, ich finde es nicht verwerflich, einen zu verwechseln. Die Eisbäume sind natürlich deutlich anders, aber was mir gerade so auffällt, ist die Map so richtig symmetrisch? Ich weiß es gerade nicht. Die nehmen gerade dieses Wrack hier ein und... Oder auch nicht. Nehmen die überhaupt noch irgendwas ein? Nach 50 Sekunden ist die Runde zu Ende, weil die nichts mehr einnehmen. Also, ich habe gehört, hier sind Pyros. Was eigentlich kurios ist, weil es ist ja eine Schneemap und ein Sniper gut. Zum Glück habe ich da gerade nichts geworfen. Und hier kommt wer. Gut gemacht, Gomme-Team. Ist ja nicht komplett verbuggt oder so. Wenn Pyro hier so gut ist, dann nehme ich auch mal Pyro. Also ich weiß nicht, ob das nur Zufall ist oder ob das wirklich so unfair ist. Boom. So. Ja, das Spiel hat mit Pyro. Ich habe einen Kill gemacht, nice. Da haben natürlich Essels und so weiter gar keine Chance gegen anzukommen. So, jetzt habe ich nochmal eine neue Kanone. So, okay, ich habe einen Kill gemacht. Noch einen, wo ich den gar nicht richtig berührt habe. Und jetzt ist da schon wieder so ein gegnerischer Typ. Keine Ahnung, was die Implosionsgranate wirklich macht. Hier haben wir wieder unseren obligatorischen Steve Assault. Den haben wir gerade schon getroffen. Und das Beste ist, ich stelle heute zwei Maps vor, weil das eine Video von gestern wegen Zeit mal nichts ging. Und ich habe schon wieder vergessen, dass man auch wenn man die linke Maustaste drückt, dass man eine Granate wirft. Jetzt habe ich es mir gerade gemerkt. War ich gerade dumm? Verwechsel mal die Teams. Ich weiß, ich bin dumm, dass ich das tue. Hier haben wir wieder unseren Stevie. Ich hab Slowness, aber ich glaube, irgendwann geht Slowness weg. Da wird gleich was explodieren. Ja, hat mir zum Glück nur ein halbes Herz Schaden gemacht. Als ob! Nee, jetzt bin ich richtig mad, dass es gerade passiert ist. Ich will jetzt wen killen. Nö, ich bin richtig mad. Bin jetzt richtig mad. Und er hat mich gekillt. Als ob wir... Ach nee, wir sind ja Team Rot. Jetzt hat es so ein bisschen angeglichen wieder. Ich kann ja nicht so viel Feuer laufen, wie ich will. So. Der Sniper hier nervt mich gerade. Der Supporter da auch. Kann immer sterben, ja. So, mich nerven hier gerade generell alle. Also der Esel ist auch tot. Jetzt haben wir ja noch einen Engineer, der wen killen will. Und mich wahrscheinlich auch gleich killt. Bauen wir mal das hier ab. Ich bin ja gar nicht so schlecht, Pyro. Nein! Als ob! Ihr wollt mich doch hier... Ihr wollt mich doch verarschen! Die Map passt mich! Ich finde, die Map sieht irgendwie richtig geil aus. Ich kann natürlich nicht mit ihrer vorherigen Version vergleichen, weil... Ich habe die vorherige Version nie kennengelernt. So. Der eine dürfte aber drauf gehen, der andere. Ey, dieser Stevie, der nervt mich so hart.
Fragezeichen Reels, Michael. Das nehmen wir jetzt einfach ein. Als ob so viele Leute darüber laufen. Ist Angela so OP? Jetzt musste ich mal husten, ey. Die Map passt nicht einfach. Ich versuche jetzt seit gefühlt Beginn der Runde diesen Flankpunkt einzunehmen. Jetzt habe ich hier mal wählen. Mit dem ich zusammen einnehme. Oh nee, jetzt nicht so eine Granate, ey. Nein, töte mich nicht. Töte mich nicht. Schon wieder dieser verdammte Steve, ey. Ja, und ich kann es wieder nicht einnehmen. Wenn Engine hier so OP ist, dann kann ich das auch machen. So, wo war der Punkt? Wasserfall ist hier und der andere Punkt war in der Mitte. Und wenn mich dann nochmal Leute nerven, dann springe ich halt alles in die Luft. Ja, dann stehen normalerweise so immer hier ungefähr und auch mal gerne. Ja, dran. So. Da hat es ein Stevie zerfetzt. So. Ich denke, ich dachte gerade immer noch, ich hätte Pyro und es hat mich gewundert, warum ich eben keinen Verwendungsschaden gegeben habe. Wobei, ich habe ihn ja eh nicht mal getroffen, deswegen war es eigentlich dumm, das zu sagen. Eiskämpfe bin ich jetzt nicht so der übelste Noob. Ach, das ist Höhle, die eine Station. Ja, hier ist noch ein Engineer und der tötet mich sogar. Höhle ist nicht von uns. So, wo ist jetzt nochmal der Spawnpunkt da? Mal sehen, ob ich ihn kill. Nice. Er ist auf jeden Fall hier low. Das, davon gehe ich mal aus. Ich habe jetzt noch die Bombe gesprengt. Hallo Sprengen, spreng doch mal. Nice, ich habe noch einen gekillt. Wir verlieren das schon wieder so knapp. Nach dem Video werde ich nochmal eine Zusammenfassung, also meine zusammenfassende Analyse machen. Jetzt kommt eh keiner mehr, kann ich eh alles verbrauchen. Wir haben sogar noch die Runde gewonnen. Hatten nicht eben gerade noch die anderen so viele? Oder war nicht gerade noch die anderen so viel besser? Schau die Sachen haben jetzt keinen gekillt. Ich glaube, ich habe eine positive KD, oder? Ich bin 9er. Und wie, welche KD habe ich? Mehr Kills als Tode, oder? Nice! Mehr Kills als Tode. Was will man mehr haben? Ich hoffe, hat das Video gefallen, oder? Nee, ich muss ja noch mal eine abschließende Bewertung machen. Also, erstes Map war Wakes. Der hat mich richtig an alte Maps wie Tatooine oder so erinnert. Ich fand, die waren ein richtig starker Einstieg. Dann kam, was kam danach? Dana's World, Pixel Park. Ich glaube Pixel Park. Und Pixel Park hat eigentlich das Niveau komplett gesenkt, weil Pixel Park war so eine Map, die, da wusste man erstens nicht, wo die Flaggenpunkte sind. Zweitens war es irgendwie alles auf einer Höhe. Zum Beispiel hier in der Lobby. Hier ist zum Beispiel eine Höhe. Hier ist dann nochmal ein halber Block tiefer. Hier ist so eine kleine Treppe. Und so hätte man das auch auf der Map machen können. Es sind ja auch die Pixelbiester, die beides gebaut haben. Deswegen hat mich die Map schon ziemlich stark enttäuscht. Und ich finde auch, das war die schlechteste. Wakes, finde ich, ist die beste Map gewesen. Ja. Was kam danach? Dana's. Dana's war die zweitschlechteste, aber Dana's ist so eine solide Map. Dann kommt für mich diese drei Flaggen Map, also wie heißt die? Onion oder so ähnlich? Muss mal kurz gucken. Wie heißt nicht Onion? Gibt's die ja gerade? Vielleicht steht's gleich im Chat. Ja. Die drei Flaggen Map würde ich so im Mittelfeld machen. Danach würde ich jetzt sagen Day After Tomorrow. Oder nee, Day After Tomorrow würde ich auf Rang 2 setzen. Die Pixelbiester Community Map kommt für mich auf Rang 3, also die von gestern. Ich erkläre halt völlig Schrott. Also, letzter Rang ist für mich Pixel Park. Danach kommt Daynast auf Rang 5. Auf Rang 4 kommt die 3 Flaggen Map. Nee.
Ach, wisst ihr was? Ich poste einfach in die Kommentare meine Reihenfolge. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich hoffe, ihr habt euch schön über mein Gelaber am Ende aufgeregt. Und ciao.